Guten Morgen, meine Lieben. Ich begrüße euch ganz herzlich mal wieder aus meinem Büro. Ich habe hier nämlich schon meinen Kaffee und es ist so irgendwie mein Morgenritual, dass ich meinen Kaffee nehme und mich hier an den Computer setze und meine E-Mails checke, meine Kommentare lese, so ein bisschen, ja, surfe im Internet und ein paar Sachen abchecke. Ja, das liebe ich einfach. Also das ist so quasi bevor ich zum Arbeiten beginne, gar nicht mehr Deutsch. Auf jeden Fall, ja, das habe ich schon gemacht und jetzt habe ich mir gedacht, schalte ich mal die Kamera ein und nehme euch mit, weil es geht jetzt darum, dass wir zusammen hier in geheimer Mission für die Kinder schon was für den Osterhasen bestelle, weil ihr wisst ja, bald kommt der Osterhase, also noch ein paar Mal schlafen und dann ist soweit. Also ich freue mich, ich hoffe, dass auch wirklich schönes Wetter ist, dass wir die Sachen draußen verstecken können, weil sonst müssen wir das halt im Haus machen. Bei uns ist es ja so, dass zwar Patrick und Michelle nicht mehr an Osterhasen glauben, aber für die Kleinen machen wir das dann schon so, dass wir das Ritual weiterführen natürlich. Und mir ist es wichtig, dass die Kinder halt ein bisschen Süßigkeiten bekommen, ein Ei, ein gefärbtes und was Kleines zum Spielen. Das ist bei uns Ritual und das war bei mir schon so, als ich ein Kind war und das werde ich natürlich bei meinen Kindern so weitermachen. Und wir werden hier gleich zusammen bestellen, weil wir werden bei Windeln.de bestellen. Bei Windeln.de habe ich auch Luisas schöne Bett, das kennt ihr ja vielleicht schon, das habt ihr auch schon gesehen. Und dort habe ich es bestellt und diesmal werde ich dort die ganzen Osterspielsachen bestellen. Windeln.de hat aktuell so eine echt coole Osterkampagne, die läuft vom 30. März bis zum 12. April, wo sie wirklich tolle Marken und Brands in Angebot haben. Also schaut da unbedingt vorbei. Wer Windeln.de vielleicht noch nicht kennt, ich kann es euch kurz erklären. Windeln.de sagt ja schon der Name, da könnt ihr Windeln bestellen, aber nicht nur, sondern wirklich die ganze Bandbreite um Kinder. Also nicht nur Baby, sondern um Kinder. Windeln könnt ihr bestellen, Babynahrung, Spielsachen, Autositze, Erstausstattungen, Schnuller, alles mögliche, alles, Wickelunterlagen, Kinderzimmereinrichtungen, so wie ich das Bett bestellt habe, also wirklich mega, 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 mega viele Sachen. Schaut da unbedingt vorbei, falls ihr auch etwas für eure Kinder sucht, für Ostern oder auch einfach so. Ich habe auch einen Rabattcode für euch, ihr könnt nämlich mit dem Code MISSDIANA15 15% sparen auf die Marken Dawn by Deer und Blooming Wild oder Blooming Wild, ich weiß nicht, wie man sie genau ausspricht, aber auf jeden Fall auf diese zwei Marken könnt ihr 15% sparen ohne Mindestbestellwert. Also ihr könnt den Code einfach so einlösen, aber unten in der Infobox findet ihr so nochmal alle Details zum Shop direkt, also zu windeln.de, und da könnt ihr euch die ganzen Ostersachen anschauen, grundsätzlich mal vorbeischauen. Vielleicht ist ja wirklich was für euch dabei und ich nehme euch jetzt mit und zeige euch, was ich für die Kinder so bestellen werde. Und bevor ich euch jetzt zeige, was ich für die Kinder bestellen werde, nicht vergessen, falls ihr Instagram habt, dann schaut unbedingt vorbei bei meinem Account am 6. April. Dort wird es nämlich ein Gewinnspiel geben. Da könnt ihr nämlich Sitzsäcke gewinnen, also beziehungsweise einen Sitzsack gewinnen. Also falls ihr unbedingt mitmachen wollt und mir noch nicht auf Instagram folgt, dann macht das schon mal. Und am 6. April verlose ich dort zusammen mit windeln.de einen Sitzsack von WiggyWammer. Also lasst euch überraschen. So, meine Lieben, ich habe jetzt hier die Webseite windeln.de vor mir und ihr könnt schon selbst sehen, die haben einfach eine Menge Kategorien. Hier gibt es Windeln, Spielzeug, Babynahrung, Drogerie, Kindersitze, Kinderwagen und so weiter. Ich glaube, das würde jetzt den Rahmen sprengen, wenn ich jetzt alle aufzählen würde. Aber wenn ihr vorbeischauen wollt, unten in der Infobox ist der Link, da könnt ihr euch ein bisschen durchklicken, um selbst zu schauen, ob da vielleicht was für euch dabei ist. Wir werden jetzt aber gleich zusammen in die Spielzeug Welt hineinschauen. Hier bei den Spielzeugsachen, was ich cool finde, gibt es auch so einen Filter. Da könnt ihr selbst eingeben, wie alt ist euer Kind, welches Geschlecht und wie viel Geld wollt ihr ausgeben. Finde ich richtig cool. Es filtert dann so
die Spielsachen für euch ein bisschen. Oder ihr macht es so wie ich. Ich bin nämlich ein Typ, ich stöbere einfach sehr, sehr gerne und klicke selbst in allen Kategorien rein, weil ich muss mir ja das alles anschauen. ja, die haben nämlich sehr, sehr viel zum Anbieten hier. Wie ihr sehen könnt, Holzspielzeug, dann einfach so motorische Spielsachen für Babys oder auch sehr, sehr viele Marken. Ne? Also wie ihr auch hier selbst sehen könnt, ganz, ganz viele Marken sind aufgelistet. Da gibt es wirklich für jedes Kind was, also für jedes Kind, für jedes Kinderherz ein Wunsch. Barbie, Babyborn, Playmobil, Lego, was weiß ich, alles, wirklich alles. Ja, und wie gesagt, ich werde jetzt hier ein bisschen stöbern durch jede Kategorie. Was ich dann jetzt letztendlich für die Kinder auswählen werde, werde ich euch jetzt nicht in diesem Vlog zeigen, weil ich will Entspannung nicht wegnehmen. Wir werden das dann so machen, dass wenn die Sachen dann geliefert werden, werde ich es euch in einem Haul zeigen. Muss dann aufpassen, dass die Kinder das nicht sehen. Aber das machen wir schon. Also falls ihr das sehen wollt, was ich für die Kinder ausgewählt habe, dann einfach beim nächsten Mal vorbeischauen. Also nicht beim nächsten Mal, sondern wenn die Lieferung dann da ist. Ja, und ich werde auf jeden Fall mich jetzt hier ein bisschen begnügen und ein bisschen stöbern, was ich für meine Kinder für Ostern bestellen werde. Also bis gleich. So, meine Lieben, ich bin jetzt hier fertig im Büro, habe alles fertig bestellt und ja, ich werde jetzt auf jeden Fall zum Papa gehen, der ist nämlich schon voller Tatendrang hier. Hi! 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 Was machst du? Hi. Führst du deinen Affen spazieren? Yes! Yes? Ja, super! Und, oh, kriegt die Sophie einen Kussi? Emmy und Sophie, ja. Ich helfe dem Papa beim Kochen. Hier ist er, mein Traummann. Traummann gesucht, oder? Ja. Kochst du jetzt was? Warst du Frau? Ah, du bist Bauerin zum Mann. Ich habe schon einen, sorry. Ein eigener Bauer? Ja. Der Papa kocht jetzt Schnitzel mit Pommes. Irgendwo habe ich ein Ei kaputt gemacht. Okay. Ein kaputtes Ei. Das sind noch die Eier von deinem TikTok, oder? Ja. Yeah. Also wer wissen will, warum diese Eier angemalt sind, dann müsst ihr bei Papas TikTok vorbeischauen, oder? Yeah. Ja. So, Papa hat jetzt mit dem wichtigen Teil des Schnitzels begonnen, mit dem Klopfen. Und schau ich mal hier die ganzen. Die einzige, die nicht bettelt und schläft, ist die Emmy. Ja, jetzt muss schon mehr rausrücken, Papa. Also soll ich die Pommes schon mal in den Backofen geben? Ja. Ja? Okay, dann mache ich dann auch den Salat. Das geht schnell jetzt. Das ist so. Okay. Der Beef ist ein bisschen näher gekommen. Eigentlich wollte ich heute auch noch mit dem Papa zusammen den Schrank ausmisten. Schaffen wir das? Das wäre ursuper. Das wäre wirklich super. Ja, weil. Wir merken jetzt aktuell, kennt ihr diese Momente, wo ihr die gesamte Wäsche gewaschen habt? Wo der Wäschekorb wirklich auf Null ist, hat man erzählt jetzt in dieser Phase. Und ich merke einfach, dass wir Sachen nicht mehr in den Schrank reinbekommen. Und wenn man uns die Sachen genauer anschaut, oder wenn man sich die Sachen genauer anschaut, dann passt, keine Ahnung, ich glaube, die Hälfte der Klamotten passt uns nicht mehr, weil wir ein bisschen runder geworden sind, oder Baba? Spielt ihr allgemein oder über dich? Mehr über dich. So, meine Lieben, Essen ist fertig, Schnitzel sind fertig, Salat ist fertig, die Kartoffeln sind fertig und der Baba macht sich jetzt noch Spiegelei für dich. Ja. Für die Lisa habe ich schon geschnitten. Wer will Pommes? Magst du Pommes? No! No! Wer will Pommes? Wer will Veggies? Lisa, magst du Pommes? Magst du Pommes? Oder Veggies. Die Luisa wird sicher. Nimm bitte! Eine Gabel? Ja. Luisa mag eine Gabel. Lara, magst du auch eine Gabel? Magst du Ketchup? Nee, I love you too. Oh. Michelle, gibst du Ketchup? Mhm. Danke. Magst du deine Pommes? Auch. Warte, du kannst dich schon bedienen. Magst du Pommes? Ja, 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 ja. Hallo? Magst du Pommes oder machst du so? No, du musst nicht sein. Okay. Mehr Käppchen. Man holt alles raus und danach schaut man sich alles an, ob man das anziehen will. Ja. Also, 1, 2, 3. Wer ist der Welle? Ich mach hier. Ich mach hier.
Die lasse ich hier, weil die werde ich brauchen. Was brauchst du davon? Die Warnweste und du hast nicht einmal mehr gewusst, dass die Warnweste ist. Ich habe gewusst. Lüge! Ich schwöre, Bruder. Hey, Bruder, ich bude dich, ey. Hol alles raus. Die Puma-Jacke ziehst du ja gar nicht mal doch, mehr an. Doch, raus in den Garten. Das ist eine Lüge. Schatzi, bitte. Ich schwöre, jetzt zieh nur diese Möbelsjacke an. Aber wenn die kaputt ist, dann nehme ich den. Ah, bitte, Schatzi. Nein. Schatzi, wieso tust du deinen Anzug nicht da rein? Den du. Ja, den du. Was ist da drinnen? Das ist mein Kleid drin, oder? Ich weiß es nicht. Wieso hängt das bei mir auf? Entschuldigung. Deswegen habe ich keinen Platz hier. Oh mein Gott, schau mal, wie viele Sachen das sind. Seht ihr das? Oh, holy. Kann man verstecken. Das heißt, mein Berg ist größer. Warum ist mein Berg größer als deiner? Weil die Frauen meistens Geld ausgeben. Ja. Diese Jacke zum Beispiel von Nike. Okay, du warst damals noch 19. So lang? Ja. Schau mal, da gibt es sogar eine Handytasche und ab damals waren die Handys so schmal. Ja, kannst du dein iPhone da reingeben? Nein, das passt ja nicht mehr. Finde ich cool. Ist ja gut aus. Au! Ach, Entschuldigung. Geht hier. Ein bisschen kurz, oder? Ich kann sie der Michelle geben. Vielleicht willst du die Michelle haben. Kann die Michelle fragen. Wieso kaufst du denn das? Ja, aber schau mal, aktuell passe ich da nicht rein. Das habe ich. Woher weißt du das? Das ist Papas Haufen. Ist auf jeden Fall schon nicht schlecht. Das ist mein Haufen. Der ist auch ein bisschen groß, wie man sehen kann. Und? Bist du glücklich? Fühlst du dich besser? Mega. Wir haben zwar noch eine Seite, die ist, glaube ich, noch mal schlimmer. Aber der Papa hat keinen Bock mehr. Keinen Bock nicht, aber es ist. Du brichst mein Herz. Mhm. Ich glaube, da werden wir noch mehr weghauen, was glaubst du? Oh, nein. Nicht? Alles, was ich da habe, brauche ich. Wirklich? Zeig mal. Das ist intim. Ja, intim, das sind nur Shirts. Okay, das dauert vielleicht nicht so lange, aber hier zum Beispiel die ganzen Sachen. Ja, nicht. Aber es tut gut auf jeden Fall. Mhm, zu liegen, oder? Nein, die Sachen wegzumachen. Ach so. Bringen wir die dann morgen weg, oder? Was sagst du? So, meine Lieben. Ich bin jetzt auch schon im Badezimmer, weil ich möchte mich jetzt ganz rasch abschminken. Vielleicht schauen wir jetzt nämlich noch gemütlich auf der Couch einen Film zusammen. Und danach ist eh schon zu Bett geteilt. Wir versuchen jetzt übrigens alle ein bisschen früher aufzuwachen und auch früher zu Bett zu gehen. Sorry, ich muss mich dabei immer ein bisschen konzentrieren, nicht, dass ich mir vielleicht auch von meinen eigenen Wimpern was ausreiße. You know. So, gut, abschminken und dann ein bisschen Fernsehen. Aber vom Vlog möchte ich mich jetzt schon verabschieden. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dann, tschüss.